Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier, wie ihr zum Totti euch sehr, sehr viele Packs ercraften könnt. Zudem zeige ich euch das neue Weekend League System. Es gibt jetzt 10 Ränge, es gibt jetzt neue Ränge, wie viel Siege man braucht für Player Picks, für die Packs, dies, das. Das werde ich euch heute alles hier in dem Video zeigen, Freunde. Wenn es euch gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr hier neu seid, nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir rein, ab geht's. Schaut noch sehr, sehr gerne bei meinem neuen Partner vorbei. Mit dem Rabattcode Alex96 bekommt ihr auch nochmal sehr, sehr gute Rabatte. Erster Link der Videobeschreibung. Ja, Freunde, da mich der ein oder andere gefragt hat, kann man sich Packs dieses Jahr ercraften? Ist das möglich? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Wie, zeige ich euch. Ihr seht, ihr könnt damit auf jeden Fall auch gut Münzen machen. Ich habe jetzt 68 Verkäufe hier, eine Runde angeboten. Ihr seht hier, es geht hier um die Bronzespieler. Ne? Es geht um die Bronzepacks, da gehen wir gleich drauf ein. Und ihr seht hier, es geht eigentlich alles für 200 weg. Okay, habe ich einmal gefettfingert für 150 reingestellt. Also es geht jeder mindestens eigentlich für 200 weg. Die schlechteren, die nicht für 200 weggehen, die tut ihr in den Verein. Da zeige ich euch gleich, was ihr damit macht. Ihr seht, es gibt hier auch Spieler, die gehen natürlich für mehr weg. Ich habe hier auch zwei Premier League Spieler gezogen. Hier, der aus der dänischen Liga kostet einfach 900. Macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ja, ihr seht, die kosten auf jeden Fall einiges. Und ja, hier haben wir auch ein paar für 1-1 oder so am Start. Hier 3-5. Jeder Premier League Bronzespieler 3-5 wert einfach. Hier haben wir noch einen, also Premier League habe ich zwei Stück gezogen. Aus vielleicht so 20 Packs. Auch Trainer von Frankreich und Brasilien. Immer nachschauen, sind immer ein bisschen was wert. Ja, und dann würde ich sagen, stellen wir den Rest rein. Dann zeige ich euch, wie die Methode funktioniert. Relativ einfach, Freunde. Wie gesagt, die für 200 nicht weggehen, würde ich einfach in den Verein packen. Oder ihr packt einfach die nicht mehr wie 200 wert sind, direkt in den Verein. Weil die geben wir dann für andere Packs ab. Das zeige ich euch dann gleich, wie ihr das macht. Wir öffnen jetzt erstmal ein paar Packs. Zeige ich euch natürlich, wie ihr das macht. Ihr geht natürlich auf die klassischen Packs und dann geht ihr auf die 750er und die öffnet ihr. Ist relativ einfach. Ihr könnt die auch direkt skippen und ihr macht eigentlich mit jedem Pack immer kein Minus und kriegt dafür ein paar Spieler in den Verein. Mit den meisten Packs macht ihr sogar Gewinn. Es kann immer mal sein, dass es mal ein, zwei Packs gibt, wo ihr Minus macht, aber im Durchschnitt macht ihr auf jeden Fall auf die Masse gesehen Gewinn. So, dann schaut ihr nach, was sind diese Spieler wert. Ihn hier kann man jetzt in den Verein packen, ist jetzt nichts wert. Die nichts wert sind, kann man einfach in den Verein packen. Der hier sollte ein bisschen was wert sein. Ja, der ist so 350 wert. Ja, geht absolut klar, stellen wir rein. Der Trainer geht auch für 400, gehe ich mal von aus, vielleicht sogar noch mehr, ja. Seht ihr, das ist jetzt so ein Beispiel. Das ist ein Trainer, der geht jetzt für mehr weg, wie das Pack wert ist. Das ist das beste Beispiel. Der Trainer ist direkt mal, ja okay, der ist doch nicht so viel wert. Ich dachte kurz, weil ja jemand 2K drauf geboten hat. Aber ich sag mal so 400, 500 kriegen wir und dann ist das Pack schon mal auf jeden Fall im Plus. Und wir haben zwei Spieler, die wir einfach in den Verein machen können, für die SBCs, die wir abgeben können. Ne? Die packen wir in den Verein. Ihr könnt die auch für 200 anbieten. Die gehen eigentlich in der Regel alle für 200 weg. Aber wenn ihr Packs craften wollt, packt ihr euch in den Verein, die nur 200 bringen. So habt ihr auch umso schneller mehr Verkäufe. Der ist auf jeden Fall auch was wert. Saudi League gibt es ja auch. Die liegen SBC. Ne, da kriegen wir auf jeden Fall auch ein paar Münzen dafür. Gucken wir mal, was er kostet. Ja, ihr seht das auch. Der kostet 500 und wir haben 750 für das Pack bezahlt. Das heißt, auch jetzt sind wir schon auf jeden Fall im Plus wahrscheinlich. Ne, der geht auch, gibt es jetzt nicht oft, der geht auch safe für seine 200 weg. Das heißt, wir sind jetzt schon auf jeden Fall im Plus. Den können wir in den Verein packen, gehe ich mal von aus. Oder geht er auch weg für 250? Er geht, glaube ich, auch weg für... Na, geht doch nicht weg. Den packen wir dann wieder in den Verein, Freunde. Ist natürlich sehr zeitaufwendig, muss man natürlich dazu sagen. Aber, ja, ihr kriegt dadurch für fast gratis Coins... Packs so gesehen, wenn ihr das durchzieht, die Methode, die habe ich ja die letzten Jahre sehr, sehr oft durchgezogen. Auf dem Hauptaccount kann ich es aktuell nicht machen, weil ich da ja investiert habe. Türkische Liga, nee, leider nicht türkische Liga, ist dritte oder vierte englische. Sollte aber trotzdem vielleicht für was gehen. Ja, der geht jetzt für gar nichts. Gucken wir mal den Mexikaner. Ja, 300 kriegen wir für den. Das ist jetzt ein nicht so gutes Pack, muss man sagen. Hier der Chinese. Geht für ein bisschen was, glaube ich, auch 300, so um den Dreh, geht klar. Ihr sagt, ihr seht das ja in den meisten Packs, plus minus 0, was absolut fit geht.
Ja, und theoretisch, wenn ihr die ganzen Karten für 150 kaufen müsstet, wäre teurer, wie wenn ihr diese Packs zieht. Also auf die Masse gesehen lohnt sich das schon, weil es auch viele Spieler gibt, die 1k kosten oder jeder Premier League Spieler 3k kostet. Ich hoffe, wir ziehen mal noch einen. Spanier, Levante, das ist sogar gut. Spanische erste Liga. Gucken wir mal, was der kostet. Und hier haben wir sogar jetzt 4 Spieler im Pack. Sehr gut auf jeden Fall. Und das ist jetzt wieder so ein Beispiel. Der kostet 1-1. Also 1k kriegen wir mindestens für den. Ja, 1-1 kostet der Levante-Spieler. Und mit dem Pack haben wir jetzt schon mal mindestens einen 1000er Gewinn. Weil hier machen wir mit dem allein 400 Gewinn. Und hier kostet eh jeder mindestens 200. Gucken wir mal. Selbst er hier kostet einfach 400. Mit dem Pack machen wir auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Profit. Nur mal, er hier könnte eine Karte sein, ja, der in die SBC fliegt. Der hier könnte wieder ein bisschen was wert sein, weil er von Marseille ist. Und ihr seht das hier, Freunde, das ist ein sehr, sehr gutes Pack, ne? Also das ist wirklich ein überragendes Pack hier. Machen wir mit dem Pack wirklich um die 2000 Münzen Gewinn, was sehr, sehr schmeckt mit diesem Pack. Also 2000 Münzen Gewinn, wenn ihr dann mit manchen Packs mal 50 oder 100 Coins minus macht, völlig egal, weil es sind öfters solche Packs dabei, wo ihr 1-2k Gewinn gemacht und wie gesagt, in der Masse macht ihr Profit. Ich habe diese Methode hier mit 95k oder so angefangen, bin jetzt fast bei 110k. Lohnt sich auf jeden Fall, ne? Lohnt sich auf jeden Fall, diese Methode zu machen. Ja, geht auf jeden Fall absolut klar. Wieder 4 Spieler. Gucken wir mal kurz hier. Ja, geht auch für 300 ungefähr weg. Ihr könnt dann natürlich auch erstmal alle Listen für 200 und die da nicht weggehen, die stoßt ihr dann ab. Selbst der Poli hier kostet was. Also ihr seht das hier, alle Bronzespieler aktuell ein bisschen was wert, wegen ganzen SBCs. Die Leute grinden diese SBCs. Der Engländer auch 300 wert. Also ja, ihr seht das, Freunde. Ich guck mal, dass wir hier auf jeden Fall aber 11 Spieler in den Verein bekommen, dass ich euch zeige, wie ihr diese Upgrades dann gleich machen werdet, Freunde. Sagen wir, ziehen mal noch 2-3 Packs. Aber ich denke mal, das Prinzip habt ihr verstanden und ihr seht, ja, dass man in der Regel eigentlich immer Gewinn macht auf die Masse. Natürlich gibt es mal ein paar Packs, wo jetzt nicht so die besten Spieler rauskommen. Ja, ist schade, dass wir noch keinen Premier League Spieler haben, weil wie gesagt, Premier League Spieler ist immer 3500. Er ist jetzt nichts wert. Ist er was wert? Okay, das ist jetzt kein gutes Pack. Das ist jetzt wirklich absolut kein gutes Pack. Okay, er rettet das ein bisschen mit seinen 400. Ja, aber das ist jetzt ein leichtes Minus-Pack. So, natürlich kann man sagen, okay, es wäre plus minus so, wenn man die beiden jetzt verkaufen würde. Aber ich würde die beiden jetzt abstoßen. Ne? Und Trikots auch immer nachschauen. Trikots, habt ihr ja gesehen, dieses eine Wappen von Türkgücü hatte ich ja auch verkauft für 200. Die Trikots kriegt ihr eigentlich auch immer von den etwas besseren Vereinen mit Bronze-Logo. Schon weg für 200, könnt ihr dann auch mitnehmen. So, würde sagen, jetzt letzte Pack und dann zeige ich euch, wie ihr diese Karten abstoßt, wie ihr das gut craften könnt. Deutschland kommt, gibt was aus der Bundesliga, leider nicht, schade, gucken wir mal. Und leider auch kein Premier League Spieler gezogen, nee. Gucken wir mal, was er hier wert ist, ist jetzt wahrscheinlich auch nur so 250 wert. Seltene könnt ihr generell eigentlich immer für 250 reinstellen, auch wenn da nur 200 ist. In der Regel gehen die weg, ja, den hätte man jetzt auch in den Verein machen können. Ihr könnt die auch anbieten oder halt in den Verein machen, eins von beiden würde ich euch empfehlen. Ja, den kriegst du für 250 weg hier, den Boy hier. So, dann packen wir den in den Verein, Freunde. Und dann zeige ich euch jetzt, was ihr mit diesem Bronzespieler macht. Wir gucken aber erstmal, ob sich was verkauft hat. Und dann gehen wir in die SBC, zeige ich euch, wie ihr das macht. Weil ihr habt eigentlich relativ schnell Verkäufe. Ja, ihr seht das, wir haben direkt wieder 5 Verkäufe. Also ihr habt hier wirklich auch schnell Verkäufe. Den hier haben wir verkauft für 1-1, 200, 200, 300 und 500 für den Manager. Also wie gesagt, Manager immer nachschauen. Frankreich-Brasilien-Manager zieht man relativ oft. Ihr seht das hier. Das war wohl noch einer, den ich von der Vorrunde für 200 drauf hatte. Ist wahrscheinlich jetzt in der SBC-Lösung. Dann gehen wir jetzt auf die SBC ein. Dann zeige ich euch, wie ihr das macht, Freunde. Wir brauchen natürlich für die ganzen Ligen-SBCs die Spieler aus den Ligen. Und wir gehen dafür hier auf die Upgrades. Ne? Wir gehen hier auf die Bronze-Upgrades. Hier stecken wir die ganzen Bronze-Spieler rein, die wir nicht brauchen. Ziehen wir hier Silberspieler, die wir nicht brauchen. Ich sag mal jetzt österreichische Liga, wo es keine Ligen-SBC gibt. Die macht ihr dann hier rein, dann kriegt ihr nochmal 3 Goldspieler zurück. So, ich zeige euch das jetzt einmal. So, Freunde, dann nehmt ihr das, stoßt das ab und dann bekommt ihr 2 Silberspieler, wie gesagt.
Jeder Silberspieler kostet eigentlich was aus den etwas besseren Ligen. Wir gucken jetzt mal, ob wir jetzt hier direkt im ersten Pack Glück haben. Man muss sagen, ihr müsst das halt sehr, sehr oft wiederholen, dass ihr diese Packs hier machen könnt. Und wenn ihr natürlich Premier League, La Liga oder so, könnt ihr diese Packs dort machen. Portugiesische Liga, nein, das ist sogar spanische Liga, das ist sogar sehr gut. Rayo Vallecano ist das, glaube ich, wenn mich jetzt hier nicht alles täuschen sollte. Ja, habe ich sogar richtig gesehen. Okay, sehr gut. Den hier. Gucken wir mal, was er kostet. 1K würde ich mal schätzen. Er kostet sogar 1,5. Also ihr seht, da haben wir schon mal 1,5 gespart für die erste SBC. So, der hier würde ich in dieses andere Upgrade reinschmeißen, weil schottische Liga brauchst du nicht, kannst du dafür abgeben. Und viele fragen sich jetzt bestimmt, okay, für was braucht man denn diese Silberspieler? Ihr seht hier, bei der ersten und zweiten Aufgabe, also bei der zweiten Aufgabe dürft ihr maximal Silber benutzen und bei der ersten müsst ihr 7 Bronze oder Silber benutzen. Das heißt, ihr braucht Bronze oder Silberspieler, ne? Und deswegen kostet der 1,5 und wir können den hier in einen der beiden SBCs abgeben. Brauchen natürlich noch ein paar mehr, einer davon reicht nicht. Aber so könnt ihr das auf jeden Fall craften, Freunde. Und jetzt gehen wir noch zu den Weekend League Rewards rüber, die sich verändert haben. Ja, wo ich persönlich sage, finde ich jetzt nicht so nice, weil jetzt werden die Leute da noch mehr reinschwitzen, was die da gemacht haben. Ja, da gehen wir erstmal drauf ein, was die hier gemacht haben. 10 Ränge gibt es jetzt für 4 Punkte. Ja, ist eigentlich unrelevant. Ein Player-Pick, muss man jetzt nicht drauf eingehen. Rang 2, 12 Punkte, das sind 3 Siege. Kriegst du immer noch einen Player-Pick. Ich denke mal, das interessiert auch keinen, weil... Hier kriegst du sogar schon 2 Player-Picks. Für wie viele Punkte war das denn? 24, auch geschenkt eigentlich, wenn man ehrlich ist. Für 6 Siege, 2 Player-Picks, das schon geschenkt. Hier für 9 Siege bekommt ihr auch 2 Player-Picks, ein 50k-Pack und ein 100k-Pack. Ja. Und man muss auch sagen, ihr seht das hier, auch für die 9 Siege kriegt ihr nur noch 750 für Champions-Punkte. Das heißt, wer nur 9 Siege oder noch weniger packt, ihr könnt wieder Rivals unter der Woche spielen. Das wird auf jeden Fall spaßig. Wir haben hier 45 Punkte. Ja, das sind 11 Siege und eine Niederlage. Ja, das ist natürlich auch nicht geil. 50 K-Pack kriegt man hier. Okay, 11 Siege braucht man ab jetzt für das TDW-Pack. Okay, okay. Man kriegt das jetzt nicht mehr bei 8. Das finde ich sogar in Ordnung, weil die Informs ja sehr, sehr runtergeschmutzt wurden. Aber 2 Player-Picks nur die ganze Zeit. Weil wie viel kriegt man denn? 3? Boah, immer noch 2. Und das sind hier schon 51 Punkte. Ja, aber hier wirst du schon die 3 wahrscheinlich dann bekommen. Immer noch 2. Okay, hier kriegst du... War das überhaupt Verbesserung? 100k-Pack? Ja, hier kriegst du noch ein 100k-Pack statt ein 50k-Pack. Für 9 Punkte mehr. Okay, das ist nicht so nice, sage ich euch, wie es ist. Das sind doch schon sehr, sehr viele Siege. Das sind doch die 16 Siege gewesen hier. 16 Siege. Für 16 Siege kriegt man nur 2 Player-Picks. Okay, dann kann man keine 3 Stück mehr kriegen, oder was? Ah, hier kriegt man 3. Für 16 Siege kriegt man keine 3 Player-Picks mehr. Boah. Das wird ja unmöglich sein wahrscheinlich, sich 3 Player-Picks dann zu organisieren. Also, ja, das ist hier trotzdem ein guter Rang, ne? Also 250k-Pack, 2 TDW-Packs und ein 125k-Pack. Rewards sind gut, aber gönn doch den Player-Pick, ne? Ich bin ehrlich, ich habe manche Wochen nur gespielt, dass ich 3 Player-Picks krieg. Ja, und jetzt kannst du hier, wie viele Siege sind denn das? 18? Das sind 18 Siege, die du brauchst für 3 Player-Picks. Willst du uns verarschen, EA Sports? Rewards sind gut, kann man jetzt nicht schlecht reden. 2x 125er, 2x TDW-Pack und 3 Player-Packs, okay. Was kriegt man hier? Wie viel sind das? 19 oder 20 Siege? 19 oder 20, das ist dann 19. 19 Siege kriegst du... Was kriegt man denn da mehr? Ja, ist jetzt okay, aber... Also das mit dem Player-Pick finde ich schon eine Verarschung, ne? Sag ich euch, es ist. Den hätte man ruhig ab, keine Ahnung. Hey, ich sag mal, ab hier geben können. Ab hier kannst du den ruhig geben. Ja, also ist doch eine Frechheit. Mit dem Player-Pack, das fuckt mich jetzt ein bisschen ab. Bin ich ehrlich mit euch, Freunde. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, dass man bessere Packs kriegt. Wenn man bessere Leistungen erzielt, finde ich gut. Aber dass du die Player-Picks erst bei 18 Siege bekommst, nicht mal bei 16 Siege. Also, da wird ja kaum jemand noch die 3 Player-Picks kriegen.
kriegt man hier wenigstens 5 zur Auswahl, immerhin, aber ist ja trotzdem scheiße, wenn man ehrlich ist. Hier kriegst du nur noch 4. Das ist schon fresh. Das ist schon fresh. Sage ich euch, wie es ist. Das ist schon sehr, sehr fresh, Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen mit dem Video, wie ihr euch Packs zum Totti ercraften könnt. Plus die neuen Food Champions Rewards, die ab 3 Tagen und 18 Stunden verfügbar sind, wie ihr sagt, ihr seht, Freunde. Wenn es euch gefallen hat mit dem Video, lasst mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Lasst sehr gerne ein Abo da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin für heute raus. Wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.